Howdy Freunde, Hallöchen, Valamor Ghoulis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Silber Live und in Farbe und in randomisierter Form. So, Heilige Maria, jetzt geht's los hier, Kollegas. Ich habe... was hatte ich denn, was weiß ich? Porenta, genau, Level 8. Abgelegt. Dann habe ich gesehen, ich habe ja gar nichts Geiles mehr. Ich habe nur Nidoqueen mitgenommen, Level 32, jetzt nicht der Bringer. Und alles in allem sind die Level doch relativ low, muss man mal sagen, für so ein Top 4 Attempt. Aber ich bin gespannt, Freunde News. Lugia kann halt einfach gar nichts. Es kann nichts. Konfusion, Junge. Was ist denn das für eine Kacke, ey? Windstoß, ich bitte dich. Geil. Okay. Gut, Freunde, ich habe mich noch ein bisschen geshoppt. Noch ein, zwei Pots geholt, Beleber, dies und das, Faxen. Ja, und jetzt wollen wir mal losstarten, nicht? Dummerweise weiß ich halt gar nicht, was die für Pokémänner haben. Achso, ist ja eh random. Ja, scheiße, ja, eigentlich. Okay, hier ist Eis. Aber angenommen, er sollte Eis haben. Wenn ich ausgehe, dann tun wir doch mal Piotrino nach vorn. Genau. Piotrino nach vorne. Das ist jetzt wahrscheinlich exakt die falsche Variante, aber wir werden es sehen, Freunde. Gut, los geht's. Top 4, here we go. Otto. Genau. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Willi. Ach, der Willi. Ich habe die ganze Welt bereist und meine Psycho... Ach, der Psycho. Was sieht das aus wie Eis hier, oder was? Und schließlich habe ich es in die Top 4 geschafft. Ich werde ständig besser. Verlieren ist keine Alternative. Alles klar. Sind wir schon zwei. Sag ich mal, ja, Top 4 Willi. Sandama, ja, natürlich. Es war wieder komplett für den Arsch. Ach, super toll, ey. Das geht ja gut los hier. Level 40. Ach du Scheiße, Freunde. Oh, der wird uns so knechten, der Dödel. Aber pass mal auf. Ist ja Boden, wa? Lugia ist ja Flug, wa? Mal gucken, ob er auch Bodenattacken hat, vielleicht? Nein, Hornbohrer, na klar. What? Ah. Okay. Das ist diese 1-K.O.-Technik, ja. Von der alle sprechen. Alles klar, nächster. Das geht ja tipptopp los, ja. Eieieiei. Wieso das denn werden? Surfer. Jawohl. So, ich habe gerade nochmal 6 Beleber gekauft. Alter, was? Sag mal, was ist denn falsch mit dem? Wie denn, was denn, Holmes? Das ist doch so eine 1-K.O.-Scheiße. Ich denke, die hat irgendwie nur 5% Trefferquote oder was? Milchgetränk. What the f... Ja, jetzt komme ich mit Erdbeben. Ja, prima. Geofissur und es trifft halt einfach. Der hat nur K.O.-Attacken oder was? Hä? Hä? Da brauchen wir doch Zielschuss für oder so. Alter, das ist ja jetzt schon im Arsch. Wie soll ich denn das schaffen? Ich schaffe nicht mal das erste Pokémon. Oh, fuck. Wie kriege ich denn den Affentod? Mach mal Schlammbad, komm. Och Gott, ist nie weg tief, nie. Hat der irgendwie gelitten? Hat der einen Wallhack an oder was? 360 No-Scope? Wieso trifft denn da jede einzelne K.O.-Attacke? Okay, hier verschwinde ich kein Beleber. Der soll mich jetzt töten und dann ist gut. Das. Oh nein, oh, jetzt habe ich aber Sonntag gedrückt. Oh. Na, super. Alter. Ja, mit so einer Feuerattacke kommt jetzt auch nicht so weit, ne? Oh. Oh! Oh! Hm. War die Idee wohl gar nicht so schlecht, Piotr nach vorne zu packen. Nidoking. Ja, jetzt wird's natürlich kritisch, Leute. Mit so einem Pokémon und einem Schwachen, ne? Jetzt wird's, es wird ein enges Höschen, sag ich mal. Achso, ich hatte Sonntag an, deshalb hat das so geknippelt. Oh. Guckt euch mal den Knüppel an! Den das Piotr da auspackt. Okay. Stirb!
Sonnenlicht ist stark. Okay, das sollte wohl ein Feel End erreichen. Nein, oh no. Komm mir nicht so, Alter. Komm mir nicht so. Ja. Ist die jetzt gut, oder? Oh. Das ist ja schon mal ein Brett. Geo, was? Ja. Geo, was? Jo. Okay, Electric, ja, klasse. Nee, ich glaube, das wird der Endgegner, ja. Kollege Geowatz, was soll ich denn? Hier, schluck das. Boah. Junge, wie das... Nein, der Knochenkeule. Okay. Schade, fast noch bekommen den Stein, aber... Der wird der Endgegner. Electric hat ja über... Habe ich irgendeine Nicht-Elektro-Attacke... Mit Electric. Oh, Schlitzer, ja. Siehst du? Das ist ja klasse. Oh, warte mal, wir haben Feuerschlag. Oh, wow, wow, wow. Ups. Wir haben Feuerschlag auch. Bohrschnabel auch. Wir haben, ich sag, nur eine Elektroattacke. Ja, warte mal, das Sonnenlicht ist ja noch stark in uns. Dann. Nein! 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 Komm, du schaffst das, Electric. Electric, Electric. Okay, gut, der erste Versuch war voll Panne. Ach du Scheiße, ich schaff die nicht, Freunde. Ich schaff die Top 4 nicht. Das wird nichts. Das wird doch nichts. Wie soll denn das was werden, Leute? Bin ich wieder grün? Ha? Ich muss direkt dieses Kacksandama wegsurfen, also wegkaskaden oder was? Ich mach's mal. Hau ab, Digga. Ich mach's mal so rum. Lugia vor. Aber das Sandama, das ist doch. Geofissur und Bohrschnabel, das trifft einfach immer. Man, den ins Hirn gehustet, oder was? Okay. Auf ein neues. Puh. Ich brauch, glaube ich, bei allen plus 5 Level. So gefühlt. Muss ich nochmal Nepomuk anrufen, ob der vielleicht nochmal kämpfen will gegen uns? Okay. Sandama, du warst eigentlich der Endgegner hier. Tja. Kaskade. Komm, bitte Knüppel. Ja. Oh, es ging daneben. Es kann also auch daneben gehen. Zack. So einfach kann es sein. Was für ein unnützer Sandama. Okidoki. Level 38. Super. Weiter. Stalos hat er jetzt. Okay. Wechselt das auch, ja? Ich dachte, der hat dann immer dieselben random Pokémon. Jetzt kommt er mit dem Stalos. Hä? Nicht, dass sie jetzt jedes Mal andere Pokémon haben. Na, okay. Pyotheros, das müsstest du... Ich mach nochmal Sonnentag, Freunde. Das war ziemlich geil, um ehrlich zu sein. Das hat doch ganz schön geläutert. Flammenwurf. Das reicht nämlich jetzt. Komm schon, Digi. Komm, Digi. Jawohl. Top 4 wird ein Klacks, Freunde. Ich sehe das schon. Alles One-Hits hier. Ganz Low-Bobs. Nidoking. Ja, da machen wir einfach auch nochmal Flammenwurf. Das hat eben auch gescheppert, nicht? Denn die Macht ist stark in mir. Ho, ho, ho. Voll die Top 4 wird ein Kinderspiel. Das ist ja ein Kindergeburtstag hier. Bitte euch, ey. Ich bitte euch. Alles klar, next Geowatz. Gut, dann lasst uns da mal mit Lugia ran. Der hatte Knochenkeule, das dürfte nicht treffen. Ja, wenn er jetzt nicht gerade eine Elektroattacke hat, dann rechne ich mir gute Chancen aus, Freunde. Sonnlich ist stark. Kaskade. Zieh, zieh, zieh. Mm. Sandwirbel. Oh, schlug fehl. Oh. Kaskade. Yes. Alles klar. Check. Und nur noch Donphan. Scheiße, ist auch Boden, oder? Oder ist das Stein? Ist das Stein?
So oder so müsste Cascadia eigentlich funktionieren. Yes, Baby. Baby, Baby, Baby! Sandwirbel. Alles klar, kein Problem. Windstoß. Oh no! No! Ich will nicht die ganzen Kaskaden verballern. Oh, verdammt! Jetzt komme ich mit dem Windstoß um die Ecke. Okay, dann holen wir mal Garados. Was ja auch Flug ist. Könnte klappen gegen dieses Steinbodenviech. Was auch immer es ist. Garados, my friend. Jawohl, Schluck fehl, so will ich das sehen. Surfer. Komm, 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 komm. Okay, gut, gut, gut. Mhm. Das stört mich nicht. Das stört mich doch. Sandwirbel, jetzt mach keinen Scheiß. Triff, Digga. Jawohl. Woo. Top für Willi. Check. Das ist ja ein Witz, der Typ. Die erste Runde hat nie stattgefunden, Freunde. First Game, das count. Gab's nicht. Gab's nicht. Ich kann nicht glauben. 4-2. Auch wenn ich besiegt wurde, werde ich an meiner Überzeugung festhalten. Ich werde weiter kämpfen, bis ich besser bin als alle anderen Trainer. Oder schreite voran und die Grausamkeit der Top 4 kennen. Okay. Abspeichern. Alright. Dann haben wir... Oh, das ist der Kollege Koga hier. Den kenne ich doch, oder was? Ja. Okay, Koga hat Gift, so ein scheiß Pflanzengedöns, wenn er das denn hat. Darum. Mach ich glaube ich mal wieder Piotr vor. Ja. Ja. Feuerfrei. Ich bin Koga, eine Top 4. Da ich ein Ninja bin, lebe ich in der Dunkelheit. Mein kompliziertes Deal wird dich verwirren und vernichten. Verwirrungsschlaf, Gift, auch wenn auch du wirst Opfer meiner hinterhältigen Strategie. Bei Pokémon geht es nicht nur um Kraft allein, das wirst du noch herausfinden. Okay, Lord Koga, ich bin bereit. Zeig mir, was du hast. Ultrigaria, perfekt. Das habe ich mir gedacht. Super, kommen wir mit Piotr gut zu Rande. Direkt nochmal Sonntag rein, die klatscht. Stachelspore hat keine Wirkung, so sieht es nämlich aus. Flammenwurf und Schiss. Schlingpflanze. Ja. Yep, yep, yep. Böp. Böp. Tentoxa. Oh. Okay, aber gut, dass wir eine Elektrik haben, ne? Komm ran, kleiner elektrischer Freund. Zeig mir deine Elektrofaust. Level 44. Ach du Scheiße. Welches Level hat denn dein Siegfried, ey? Das Sonnenlicht ist stark. Wir haben Donnerschlag. Ist nicht der Knaller, aber immerhin Elektro, nicht? Britzel, Britzel. Jawohl. Naja, ein bisschen mehr hätte schon sein können, ne? Bisschen mehr, Freunde. Blubstrahl, okay. Gut. Komm, 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 komm. Ah, mhm. Sonnenschlag. Nein. Na gut. Damit ist zu rechnen. Ich hätte gerne Elektro-Verstärkungs-Item. Und eine stärkere Elektroattacke. Aber das Leben ist kein U-Bahnhof, ne? Oh, wow, oh, okay. Ich glaube, den schaffe ich noch. Nein, oder doch? Nein, ah, ich war zu optimistisch. Verdammte Scheiße, fuck. Ficken, ficken, Scheiße, fuck. Ach, das war so unnötig, ey. Ach, ficken. Ach, verfickt. Sorry. Ach, kommt's aber, wenn es so eine unnötige Scheiße ist, dann kommt sie immer über mich mit den Flüchen. Ach, verfickt. Ja, sorry, so, jetzt, okay, also... Beleber, die XP will ich auf jeden Fall haben fürs Elektrik. Der ist auch dann 39, glaube ich. So. Okay, Nidoqueen war nicht die beste Wahl. Scheiße, ich bin so dumm. Oh no, ey. Jetzt muss ich direkt nochmal wechseln. Garados, hier, komm. Du hältst einen Blubstrahl aus. Warum habe ich Nidoqueen hier gepackt? Ich dachte. Ach, keine Ahnung, ich habe da auch nicht gedacht. Siehst du? Kann ich nicht erklären. Kriegst du nicht erklärt. Keine Ahnung.
Glubstrahl, jawohl. So. Kannst du es jetzt knechten, mein Freund? Mit Flügelschlag. Batz, 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 komm. Jawohl. Okay. Full Travel. Jawohl. 39 nämlich. Bip. Queen auch noch. Electric nochmal hinterher. Gengar. Ach, da sind sie wieder meine drei Probleme. Was ist effektiv gegen geistig? Oh, ich krieg's nicht auf die Kette, ey. Ich lasse einfach mal Garados drin. Flug? Nee. Oder? Fluggeist? Psycho? Gift? Flug? Boah, kein Plan, Digga. Ich mach jetzt mal Burschenhabe einfach. Guck mal, was passiert. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Milord, das sieht gar nicht so übel aus. Dann lass mich dich mal potten, mein Schöner. Wie viel XP hast du hier? 50, 90. Ah, ja, komm, dann. Oh, die Gipfel der Gönnung hier, so. Okay, ich bin sehr zufrieden mit dem Burschnabel. Ist ja auch eine Step-Attacke, weil ich ja aus irgendeinem Grund Flug bin. Oh, war gut, dass ich den Trank gegeben habe. Ja, du bist scheiße schnell. Aber du bist tot, mein Lieber. So, jetzt nehme ich aus. Okay. Oh, noch ein Gengar. Ja. Dann opfer ich jetzt Nidoqueen. Das opfer ich weg. Für einen weiteren Hypertrank auf Garachizzle. Garadizzle? Garadabadizzle. Spuckball. Okidoki. Alle Strategie, Freunde. Opfern, Leben. Nur mit Leben kann man für den Tod bezahlen. Garados. Ich glaube, ich bleib dabei. Ja, so können wir das machen, Gengar. Zieh, zieh, zieh. Jawohl. Das sieht gut aus. Das wird die perfekte Lebensbalkenlänge, damit der keinen Pott gibt und ich ihn einfach um zwei Schlägen dödeln kann. Das ist super. 36, sehr gut. Und Omod. Pieter gibt sich die Ehre. Dürfte doch eigentlich Feuer ganz effektiv sein, nicht? Burp, burp, burp. Yes, baby! Oh, wir haben den zweiten geschafft. Yes! Das ist schon mal alles super. Dann nehmen wir auf jeden Fall die ganze XP mit. Jetzt werden wir den Sommer verlieren. Drauf geschissen. Aber die ganze XP hier ist, XP halt. Okay, Koga. Ich habe alle meine Register gezogen. Alles war umsonst. Ich muss meine Fertigkeiten verbessern. Betrete den nächsten Raum und stelle dein Können unter Beweis. Okay, ich bin sehr gespannt, wer jetzt kommt. Ich habe gar keinen Plan. Ich weiß so einfach nur, Siegfried kommt irgendwann. Das weiß ich noch. So, du reißt einen kleinen Pott. Ja, fast. 45, 50, 118. Nee. Ach komm, was soll der Geiz? Hier, nimm das. So. Genau. Und Beleber hier. Jawohl. Supertrank. Hier. Alles klärchen. Gut. Speichern. Check. Und weiter geht's. Wen haben wir jetzt? Ach, ist das Bruno? Das ist ja Bruno. Der alte Leuch, der ist ja noch da, Mensch. Ja, geil. Okay, der hat... Der, den müsste ich eigentlich easy kriegen. Der hat... Obwohl, wir haben keine Psycho-Attacke, ne? Lugi hat eine scheiß Konfusion. Und der hat nur Kampf. Aber warte mal, wir haben... Flug ist gut gegen Kampf.
Ist es so? War es nicht so? Dann müsste Garados der MVP sein hier. Der hat Flug und Wasser. Und er hat Kampf und Stein. Im Normalfall. Mal gucken. Ich bin Bruno, weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich ja an mein Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden, kann zu unserer Kraft widerstehen. Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus, genau richtig für einen Kampf. Bereit, Otto, du wirst dich unserer unbedingten Kraft beugen müssen. Oh, UA. Okay, UA. UA, was hast du? Was hast du? Zeig's mir, UA. Sherox. Geil, okay, ich bin falsch hier. Scheiße, Käfer. Warte mal, ist das Käfer? Ist es, was ist das für Käfermetall? Ich habe keinen. Ich probiere mal einen Bohrschnabel. Wenn es Käfer ist. Sieht gut aus. Ich glaube, es ist Käfer. Geil. Okay. Boom. Sherox down. Juhu. Das ist ja ein Klacks, Mensch. Ein Klacks. Sherox. Mhm. Okay. Gerne. Gerne, mein Freund. Bohrschnabel 14 noch. Okay. Ich guck mal, wie die Flügelschlag funktioniert. Oh. Oh, 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 oh. Das könnte jetzt genau die kritische KP-Zahl ergeben, damit er einen Pott gibt. Das könnte richtig dumm gewesen sein. Außer er wird jetzt geknechtet. Okay, oh, weder noch. Gesang. Oh, yes. Gut, gut, gut. Bling. Level 40. Jetzt wird der EP-Teil eintauscht. Sherox. Was ist los mit dir? Du bist ja sehr divers in deiner Pokémon-Auswahl, mein Freund. Will 46. Okay, wird einfach immer nur stärker, der Sherox. Alles klar, machen wir so weiter. Ja. Oh, was ist denn du denn? Ist mit dir denn falsch? Gesang, Junge. Da habe ich doch irgendwas bestimmt dagegen. Hä? Ah, hier. Oh, ich dachte, ich bin überall dabei. Den habe ich so eine Angst. Okay, gerade ist wieder fit. Du, Nadel. Mhm. Mhm. Nein! Oh Gott, ey. Okay, ich mache jetzt noch einen Bohrschnabel und dann gebe ich gleich eine Genesung einfach. Mhm. Alright. Jo, das passt. Top, 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 top. Top Genesung. Vier Stück. Ja, komm, ey, was soll der Geiz? Hause raus, einfach. Du, Nadel, bitte nicht vergiften, einfach. Okay, gut. Bohrschnabel, den muss ich wohl... Yes, yes! Mal mit einem Elixier daherkommen. Oder beziehungsweise mit dem AP-Auffüller. Janma? Janma, was ist denn Janma? Ist auch so ein Käfer-Gedöns, nicht? Puh. Warte mal, ich gehe da mal eben auf Pyotaros. Ja, dieses Viech, okay. Ist ja wohl auch Käfer, oder was? Das ist doch eigentlich... Ich meine, wenn ich eine Flamme an einen Käfer halte, ne? Weißt du selbst, eigentlich... Oh, yes. Der Pyotar, Junge. Der zeigt dir seinen Wert. Stark, Pjotti. Und letzter. Sichlor. Ja, dann lass mal Pjotter. Oh, ich juck's hier, Freunde. Oh, okay, der ging ja gut. Mensch, der ging auch ganz gut hier. Flamme an. Oh, Leute, ich... Nach dem ersten Durchgang, ich dachte, ich gehe mir richtig am Zappeln, aber nein. So wie dieser erste Besieg war, läuft's doch wie am Schnürchen hier. Ist ja ein Spaziergang, oder was? Es regnet das. Es ist ja ein Spaziergang. Jetzt kommt ja schon Kollege Löffelstiel. Und dann haben wir es ja eigentlich schon fast. Und ja, die Hure, die kriegen wir ja besiegt. Die Hure haben wir bisher jedes Mal besiegt. Also ich bitte euch. Wenn wir die Hure nicht besiegt, kriegen wir es auch nicht. So, Supertrank. Hier.
Oh. Okay. Moment mal. Electric-Item nehmen. Was hat Knogger denn hier am Start? Achso, Münzabulett. Ah. Ja, das ist egal. Dann IP Tyler an Kanoga. Ja, komm. Okay. Drache. Münzamulett geben wir mal. Die Eis. Kein Schwanz hat. Ah, doch, Nidoqueen hat Eis. Ah, ich die. Ja, gut. Gib ihr das mal einfach. So. Okay, speichern. Und jetzt, insofern der Dödel Drachen hat. Ach so, scheiße, ist er doch gar nicht. Hä? Nee, was war Bibo was? Warte mal. Hä? Wer ist er denn? Wer ist sie denn? Was machst du hier? Wer bist du? Melanie, Nummer 4. Hä? Ach, wo ist denn Siggi? Du als Otto? Sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Was ist das denn? Unlicht? Ich dachte, als Siggi kommt. Ist gar nicht Siggi hier? Die Hure kommt doch auch, oder nicht noch? Bin ich gerade völlig daneben? Ist Siggi der Fünfte, oder was? Ampharos. Ist das Unlicht? Ne, ich glaube nicht, ne? Okay, hier sind wir auf jeden Fall verkehrt. Mit Garados. Scheiße, dann Knogger ins Rennen. Hey, ich bin gerade verwirrt. Ich dachte, Alt-Siggi ist der Champion. Also der Top 4 Champion. Okay, Ampharos. Schluck mal ein Erdbeben hier. Da sagst du nicht mehr viel danach, mein Freund. Ah, siehste? Siehste? Slam. Bam. Bam nämlich. Puh, rutscht mir echt die Brille runter, ey. Puh. Knogger. Perfekt. Lantern. Das ist ein seltsames Viech. Was ist das nochmal? Elektrowasser? Das heißt, es wird mich knechten, aber kann ich es im Gegenzug knechten? Lantern war so ein ganz komisches Viech. Ich versuch's mal zu knechten. Scheiße. Scheiße, hat er natürlich eine Wasserattacke. Scheiße, Fick. Ah, Ficken. Ach, du liebes Lieschen. Dann probieren wir doch mal die Elektro gegen die Wassersache aus. Ja, die Scheiße neutralisiert sich, wa? Einfach. Oh! Ach, Kollege, das wird doch schon, das war wieder ein Scheißviech. Das ist schon wieder so ein Scheißviech. Scheiße. Ach. Scheiße. Nee, scheiße. Was mit Garados? Was ist eigentlich mit dir los? Müsst du noch mal ganz kurz hier in den Kampf gucken? Müsst du noch mal einen Gucker machen? Hat das Vieh jetzt auch noch eine Elektroattacke? Blubstrahl, okay, gut. Das ist gut. Mach das mal weiter. Ich probiere einfach mal Feuerodem. Ich habe eine Plus-Attacke. Ach du Scheiße, nee. Oh ja, natürlich hat es noch Donner. Oh nein. Scheiße, das Vieh ist so übel. Oh no, wie soll ich denn das knechten? Scheiße. Okay, ich opfer jetzt Nidoqueen. Mit dem Vieh kann ich eh nicht anfangen. Ich muss es opfern, ich brauche. Habe ich einen Doppelleber eigentlich? Zwei. Ich opfer das. Ich muss. Knogger. Ach. Wenn ich mit Knogger was reißen könnte, wenn ich drankomme, vielleicht könnte es was reißen. Komm, überleb das. Eine Attacke, bitte überleben, bitte. Oh Mann! Elende Schwaches. Okay. Ja, der mit seinem Donner. Ich bin ja gegen alles anfällig.
Ich mach mal das hier. Oh, fuck, ey. Oh, ich lebe. Ich lebe. Nein, nein, mach doch nicht sowas. Nein. Nein, was? Scheiße, Lanthorn, Alter. Du blödes Affenviech, ey. Oh, scheiße, ficken. Ach, ficken, ey. Scheiße, fuck. Ich bin gegen alles anfällig. Alles, was ich habe, ist schlecht. Gegen Wasser oder Elektro, das ist echt der Knaller. Boah. Ach, ficken, ey. Am ehesten Elektrik. So eine Scheiße, fuck. Okay. Komm erstmal wieder zurecht hier. Puh. Okay, das geht ja noch. Böp. Okay. Ich würde es nicht riskieren, Leute. Wenn ich irgendwie eine Chance haben soll, damit diesem Elektrik, wie es aussieht. Alle anderen Watch hatte das Viech einfach. Wie macht er denn? 80, 100, 30 KP. Bisschen mehr. Oh no, wäre die Initiative gesunken. Oh, ist das. Ja, jetzt gibt der Affe halt wieder einen Top-Trank. Nee, macht er nicht. Oh, das, ich krieg jetzt immer zwei Attacken ab. Das ist so scheiße. Aber jetzt habe ich einen. Ja. Oh, ich hab. Oh. Und jetzt hast du noch einen Lanthorn. 50 vielleicht. Elektrik. Okay. Okay. Ach nein, warum hab ich gar nicht gewechselt, ich Trottel? Ich hab doch einen scheiß Knogger. Oh, das war jetzt so dumm. Das war jetzt so dolle dumm. Jetzt fange ich mir direkt eine Attacke, ja? Ich könnte wahrscheinlich surfen. Ah, Rucksack, okay. Das ist gut, das ist gut. Erdbeben. Bohrschnabel. Okay, gut, 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 gut. Komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Yes, baby, yes. Oh, Freunde, das nimmt mich mit, ey. Heiliger, liebes Lieschen, ey. Magneton. Oh, geil. Nein, nicht geil. Hat das viel Schwebe? Nein, hat es nicht. Komm, hat es nicht. Hat's nicht, das gibt's doch. Ist das wie. Nein. Komm, die Scheiße trifft jetzt, oder? Mach keine Faxen. Perfekt. Ja, es trifft. Oh, es hat noch keine Schwebe in dieser Generation. Oh. Yes. Wir schaffen's, Leute, wir schaffen's. Oh, ich schwitze, glaubt man das. Junge, Junge, ey. Elektrik. Yes. Yes, baby. Gib's mir. Gib mir das Elektrik. Level 47. Heilige Mutter. Bohrschnabel. Ja. Okay. Gut. Ist klar. Kein Problem. Easy peasy. Knogger, komm zum Leben. Huiuiui. Top-Trank, kein Problem. Alles gut. Erdbeben. Boah, den haben wir. Oh. Junge, ey, verlangt ja alles ab. Erst the fuck, echt. So, können wir beenden das mit einer Keule. Oh, schmeiß die Keule, mein Freund. So. Okay, jetzt bin ich gespannt. Schon bei 35 Minuten. Freunde, ich muss aufhören jetzt. Der letzte lassen wir uns übrig, wa?
Oh, starke Pokémon, schwache Pokémon, das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémonern. Ich mag deinen Stil, du weißt, was wichtig ist, schreite voran, der Champ wartet. Ach, kommt jetzt doch noch Sigi. Das ist wundervoll, das ist wunderlich, würde ich sagen. Es heißt ja Top 4, wa? Das heißt, jetzt kommt der fünfte und dann kommt noch die Hure? Oder ist die Hure jetzt der Champ und Sigi gibt's einfach nicht? Beides wundert mich. Aber es soll mir scheißegal sein, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass nur noch einer kommt. Wenn das gerade die 4 war, war's ja. Damit haben wir noch einen vor uns. Den machen wir im nächsten Part. Oh, gut. Ich fülle jetzt die ganze Scheiße hier auf, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen oder einen Kommentar. Da sehen wir uns wieder im nächsten Part, wenn ihr mögt. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde. Valado Heres und bis bald.